Das Autoziege-Problem. Die Situation ist die folgende. Ihr seid in einer Show und ihr könnt ein Auto gewinnen. Ihr müsst euch von drei Türen eine Tür aussuchen. Hinter einer Tür steht das Auto, das ihr gewinnen könnt. Hinter den zwei anderen Türen steht jeweils eine Ziege. Nachdem ihr eine Tür ausgewählt habt, macht der Moderator Folgendes. Er öffnet eine der anderen Türen, hinter der eine Ziege steht, und bietet euch dann an, bei eurer Tür zu bleiben oder die Tür zu wechseln. Wie sieht's aus? Was würdet ihr machen? Würdet ihr die Tür wechseln oder würdet ihr bei eurer Tür bleiben? Hier jetzt die Auflösung des Ganzen. Wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, ob ihr wechseln sollt oder bei eurer Tür bleibt, dann stellt das Video kurz auf Pause und überlegt nochmal. Wir schauen uns folgenden Fall an. Das Auto befindet sich hinter der ersten Tür. Ganz analog geht das Ganze, wenn sich das Auto hinter der zweiten oder hinter der dritten Tür befindet. Fall Nummer 1. Ihr entscheidet euch von Anfang an für die erste Tür, das heißt für die Tür mit dem Auto. Der Moderator öffnet dann die zweite oder dritte Tür, hinter der sich eine Ziege befindet. Wenn ihr bleibt, dann gewinnt ihr das Auto. Wenn ihr die Tür wechselt, dann gewinnt ihr die Ziege, das heißt, ihr gewinnt leider kein Auto. Fall Nummer 2. Ihr entscheidet euch für die zweite Tür. Der Moderator öffnet dann die dritte Tür. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn ihr bleibt, dann gewinnt ihr die Ziege, also kein Auto. Wenn ihr wechselt, dann gewinnt ihr das Auto. Der dritte Fall ist ganz ähnlich. Ihr entscheidet euch jetzt hier für die dritte Tür. Der Moderator öffnet die zweite Tür. Wenn ihr bleibt, gewinnt ihr die Ziege. Wenn ihr wechselt, dann gewinnt ihr das Auto. Anders gesagt, wenn ihr bei eurer Tür bleibt, dann habt ihr eine Wahrscheinlichkeit von einem Drittel, das Auto zu gewinnen. Wenn ihr aber die Tür wechselt, dann habt ihr eine Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln, das Auto zu gewinnen. Das heißt, die richtige Lösung wäre es gewesen, die Tür auf jeden Fall zu wechseln.